So Leute, da sind wir beim nächsten Booster, Corset 2020. 2020 war damals das schlechteste Set, glaube ich, was man haben konnte. Mittlerweile gar nicht mehr so kacke, auch vom Value her, von bestimmten Karten. Und deshalb dachte ich mir, gucken wir uns das nochmal an. Wir haben Inspiring Captain 4-Mana-3-3. Wenn er ins Spielfeld kommt, kriegen Kreaturen plus 1 selbst, wenn es Zug ist. Worth a ton of million. Dann haben wir York Ox 1-Mana-0-4. Stimmt, der Ochse und sein Zug, das war Kaltheim. Metropolis Sprite 2-Mana-1-2 fliegend. Für 1-Mana kriegt die plus 1-1. Okay, also kann man praktisch nur einmal benutzen, sonst stirbt sie. Daybreaking Kaplan 2-Mana-1-3 mit Lifelink. Das ist ein wunderschönes Artwork. Erinnert mich so ein bisschen an The Witcher. Gift of Paradise, 3-Mana, verzaubert man Land, man kriegt 3 Leben und das Land hat Tappen für 2-Mana einer beliebigen Farbe. Sehr coole Karte und sehr schöne Karte, by the way. Reduce to Ashes, 5-Mana, man macht 5 Schaden an einer Kreatur und wenn die Kreatur zerstört würde, exilt man sie. Duress, ein schwarzes Mana Sorcery, ein Gegner zeigt die Hand zu offen vor, man nimmt eine Nicht-Kreatur, Nicht-Landkarte davon, nee, der muss die abwerfen. Ansammeln, so die Klassiker gerade. Nice, wenn jetzt noch ein Schock dahinter ist. Hammer. Ein blaues Mana, man bringt eine Kreatur zurück auf die Hand. Nächstes, Feral Abomination. 6-Mana, 5-5 Death Touch. Wow, 5-5 Death Touch. Uff. Brit Walk Tracker. 4-Mana, 2-4. Für 6-Mana und Tappen guckt man die obersten 4 Karten seines Decks an, kann eine Kreaturenkarte davon auf die Hand nehmen und den Rest in der Unterbibliothek legen. Uff. Okay. Strange. Dann haben wir unsere erste Ankamen. Empyrean Eagle. Mit dem wollte ich immer was bauen. 3-Mana-2-3 fliegend. Andere Kreaturen mit Fliegen, die man kontrolliert, kriegen plus 1/+1. Gravedigger. 4-Mana-2-2. Wenn er ins Spielfeld kommt, dann bringt man eine Kreaturenkarte aus dem Friedhofzug auf die Hand. Das Artwork fand ich übrigens immer super gruselig. Ich finde, da gibt es wesentlich schönere Artworks von dem. Divinus Lockbox. Kenne ich gar nicht. 4-Mana-Artefakt. 1-Mana-Tappen, man sucht sich einen Namen aus und revealed dann die oberste Karte seines Decks. Wenn es die revealte Karte mit demselben Namen ist, opfert man die und zieht 3 Karten. Und unser Rare ist Cathys, The Hidden Hand. 3-Mana-3-4, Legendary Spells kosten 1-Mana weniger. Sehr cool. Und man kann 2 legendäre Karten aus dem Friedhof entfernen. Und bis zum Ende des Zuges kann man Karten aus dem Friedhof casten, legendäre Karten. Bestimmt ein saucooler Commander, ich weiß es nicht. Mountain, Zombie, das war unser M2020 Booster. Das ging sehr schnell. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dahin, neuer Blacksit. Ciao, ciao.